Jo Leute, Siden hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit geht es natürlich rein wieder in eine Manga-bezogene Thematik. Wir sprechen heute über den großen Flashback, den wir vielleicht bekommen werden, vielleicht nicht bekommen werden. Das steht in den Sternen, aber da schauen wir auf jeden Fall mal drüber, denn der wird natürlich viele unserer Fragen beantworten, hoffentlich, wenn er denn mal kommen würde, dann dementsprechend. Also, lasst mir gerne fürs heutige Video wieder Support da, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Boruto oder Naruto verpassen wollt. An dieser Stelle kann es losgehen, wir gehen rein, let's go. Wir haben oftmals darüber gesprochen, wo ist Sasuke Uchiha, ist er gestorben, wieso ist er nicht mehr an Borutos Seite? Ich denke, diese Frage wird sich erstmal nicht beantworten lassen. Also die nächsten Kapitel wird darauf auch nicht wirklich eingegangen. Ich denke, dass man da pacing-technisch sehr langsam rangehen wird, genauso wie im ersten Part von Boruto, dass Sasuke da gar nicht thematisiert wird oder immer weitere Details darauf schließen, dass er möglicherweise doch gestorben ist, aber am Ende stellt sich heraus, dass das gar nicht der Fall ist. Ich kann mir, wie gesagt, das hatte ich schon mal in anderen Videos thematisiert, ich kann mir gut vorstellen, dass Sasuke und Naruto beide zur ähnlichen Zeit wiederkommen werden, also im Endgame von Boruto, aber das wird wahrscheinlich erst in einigen Jahren stattfinden. Naruto hat man, denke ich, die Gefahr oder das Risiko völlig rausgenommen, dass er sterben wird, weil er eben versiegelt wurde oder gefangen genommen wurde sozusagen von Kawaki durch die Dimension, und Sasukes Schicksal kennen wir aktuell noch nicht, aber ich denke, Sasuke wird man ebenfalls nicht töten, aber mit dieser Gefahr immer spielen oder mit der Frage immer spielen, was mit ihm passiert ist, und das nie auflösen. Also, dass wir jahrelang wirklich uns die Frage stellen, aber letztendlich das ganze Thema nicht beantwortet wird. Dann gibt es natürlich noch zwei andere Charaktere, bei denen wir die gleiche Frage stellen können. Einmal Kashin Koji, der jetzt durch das aktuellste Kapitel wieder ins Rennen geworfen wurde oder wieder in den Manga geschmissen wurde. Er hat also auch irgendeine Connection mit Boruto über diese 3 Jahre hin gehabt. Und auf der anderen Seite natürlich Amado, wo wir uns die Frage stellen, ob er überhaupt noch in Konoha ist, weil er kein Stück erwähnt wurde, und wenn ja, was macht er aktuell, weil er kein Stück gezeigt wurde. Amado und Kashin Koji sind natürlich auch connected, möglicherweise macht man da die Herleitung oder die Connection einfach, dass die dementsprechend beide dann was mit Boruto über die 3 Jahre zu tun hatten. Kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich vorstellen, weil Amado einen Kashin Koji am Ende ja auch nur benutzt hatte. Von daher muss man mal schauen, wie da die ganze Connection einfach ist, wie das aussieht, ob Amado noch im Dorf ist oder nicht und was es letztendlich mit Kashin Koji auf sich hat, wie er zu Boruto kam. Ebenfalls wissen wir auch noch nicht 100%, wer für die Narbe von Code verantwortlich gewesen ist, also ob es entweder Sasuke war oder Boruto. Ich gehe mal davon aus, dass es einer von den beiden war, weil wir von einem Treffen oder von einem Konflikt dieser beiden Seiten wissen, aber das Ganze bisher noch offscreen passierte und wir noch nicht gesehen haben. Also das damalige Aufeinandertreffen von Boruto und Sasuke mit Code sorgte dafür, dass die beiden zwar in die Flucht geschlagen wurden, Code aber auch eine Narbe davon trug. Also müssen wir schauen, was dort genau passiert ist. Wir müssen also mehr oder weniger diesen Flashback bekommen, damit viele Fragen beantwortet werden können, weil ansonsten, wenn das nur offscreen abgehandelt wird oder mal in einem Nebensatz erwähnt wird oder ja rückwirkend erzählt wird, nur ohne dass wir es richtig sehen, würde ich das nicht so gut finden. Momoshiki ist natürlich auch ein großes Thema. Was ist in den 3 Jahren passiert? Könnte man darauf wieder Bezug nehmen? Könnte man das thematisieren? Weil Boruto scheint sehr von sich selber überzeugt zu sein oder sehr mit seiner eigenen Kraft zu glänzen. Inwiefern ist Momoshiki daran beteiligt oder eben nicht? Also hat Boruto ihn möglicherweise mental überwunden? Das wissen wir auch noch nicht. Und welche Fähigkeiten besitzt Boruto jetzt überhaupt? Im aktuellsten Chapter haben wir gesehen, dass er ein Planeten-Rasengan hervorrufen kann, also das Uzuhiku-Rasengan, was nochmal ganz anders wirkt als die gewöhnlichen Rasengan-Formen, und hat er möglicherweise jetzt auch sowas wie einen Sage-Mode, wobei ich den
ehrlich gesagt so kräftetechnisch vom Powerscaling her nicht mehr sehe, weil die Serie Boruto da längst in solchen Dimensionen spielt, wo ein Sage-Mode den Unterschied nicht mehr ausmachen würde. Also meiner Meinung nach braucht ein Boruto den Sage-Mode gar nicht mehr, weil er gefühlt 3-4 andere Sachen hat, die viel krasser sind als der Sage-Mode. Aber natürlich, klar, nettes Extra oder designtechnisch wäre das vielleicht ganz cool. Jetzt mit den Kröten zusammen könnte man das vielleicht machen. Dann stellt man sich natürlich die Frage, ob Code jemals ein Comeback kriegen wird oder ob er die Tables turnt, also das Ruder wieder rumdreht. Weil ich sag ganz ehrlich, also bisher hat er nicht wirklich irgendwas geleistet in dieser Serie. Da kann man sich eigentlich wirklich nur berechtigterweise über ihn lustig machen. Also das ist ja nicht mehr normal. Ich denke, wir gehen hier in die Richtung des Jubi Jinjurikis, also das Code aus der Verzweiflung heraus den Jubi jetzt absorbiert oder sowas. Ich denke, das ist das Offensichtlichste, aber man könnte natürlich auch irgendwas pullen, was man jetzt nicht erwartet. Ich sehe kein wirkliches Potenzial mehr in Code. Meiner Meinung nach wird der nicht mehr gut verwendet werden oder genutzt werden, müssen wir einfach mal schauen. Aber ja, ich denke, aus der Verzweiflung heraus wird er jetzt eine Tat begehen, die ihm selber nur zum Verhängnis wird. Aber schauen wir einfach mal. Also, die Jubi Jinjuriki-Richtung halte ich für wahrscheinlich. Ich bin mal wirklich gespannt, wie der Manga das machen möchte, ob wir wirklich ganze Chapter bekommen werden, wo der Flashback gezeigt wird. Also, wir wieder zurückspringen einfach. Und das lange gezogen wird. Ich meine, bei dem jetzigen Tempo des Boruto-Manga kann man schon davon ausgehen, dass es länger geht als nur 1-2 Kapitel lang. Aber wenn das nicht gezeigt wird oder man nur rückwirkend das in Gesprächen erklärt, würde ich das auf jeden Fall nicht so gut finden, beziehungsweise hätte das auf jeden Fall das Potenzial nicht drin. Es wäre halt voll verschwendet, dass du diese gewissen Szenen, die jeder sehen möchte, nicht zeigst. Und aktuell bei Dingen bleibst, die nicht wirklich interessieren. Also die letzten 2 Chapter fand ich nicht so interessant. Waren relativ schleichend, relativ langatmig vom Tempo her. Deswegen aktuell natürlich auch begrenzter Content, weil man nicht wirklich viel zu Boruto sagen kann. Es ist halt viel mit einem Fragezeichen verbunden, wo nur viel auf Spekulation aufbaut und eben nicht auf Fakten und Tatsachen. Das Ganze macht es natürlich aktuell ein bisschen schwierig, was dieses Franchise oder diesen Content betrifft. Aber ich tue mein Möglichstes und mein Bestes, um über diese Themen natürlich zu sprechen, diese Sachen zu thematisieren und das an euch näher zu bringen. Also, das nochmal zu den Fragen, die man sich stellt, die sich über die 3 Jahre auf jeden Fall bildeten. Und dann würde ich sagen, sprechen wir da, soweit es geht, wieder drüber, wenn es im Manga thematisiert wird oder wieder aufgegriffen wird. Wobei ich davon ausgehe, wie gesagt, dass es nur schleichend thematisiert wird und es nun mal immer so ein paar Anhaltspunkte gibt, aber mehr nicht wirklich. Also, das wäre es von meiner Seite aus zum heutigen Thema gewesen. Lasst mir gerne eure Meinung zum Flashback der 3 Jahre unten in den Kommentaren da. Wie stellt ihr euch das Ganze vor? Und natürlich, wie immer, für den Support einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns damit beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Haut rein und ciao.